Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter, also muss man in die andere Richtung der großen Höhle. Und da ist die nächste Spinne, aha, die uns angreift. Haha, gleich mal 8 Punkte. Und zack. Sehr gut, du machst wieder hier. Du auch. Und du schaust dir die Spinne an. Fehlschlag wieder. Na gut. Hallo? Ich versuche mein Bestes. Da kommen doch bestimmt noch mehr Spinnen. Im Moment sehe ich nichts, aber wir sehen hier so goldene Dinger und das soll uns wahrscheinlich dahin leiten zu dem Ort der Statue. Die zieht sich zurück. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie, die kleine Smaragdspinne. Perfekt. Amazone voraus. Also wir sammeln hier auf jeden Fall sehr viele wertvolle Sachen in dieser Queste, um den Tempel zu befreien. Oder beziehungsweise die heiligen Reliquien des Tempels zu finden. Ah, und da wird es wahrscheinlich... Oh, da gibt es auch nochmal Spinnen. Da gibt es da vielleicht sogar eine große Spinne. Im Moment sehe ich keine. Sehr gut, die eine haben wir sofort erschlagen. Da haben wir gut getroffen. Und hier haben wir auch sofort erschlagen. Wunderbar. Nimm die Sache mal in die Hand. Wie lang gehen die hier noch? Oh ja, die gehen schon recht lang. Diese Flimflams. Ein Giftzahn bekommen wir, wenn es klappt. Das ist ja nicht schlecht. Wie gut hat es geklappt? Aha, wir werden angegriffen. Umstellt um 4 gelungen, 3 TAP übrig. Aha. Da kommt auch noch mal eine kleine Spinne. Okay. So, die haben wir auch erledigt. Amazone voraus. Sind da sonst noch irgendwelche Spinnen? Ich sehe im Moment keine. Ein Zwerg, ein Bock. Aber das heißt nichts. Ich glaube schon, dass hier noch welche sind. Da hinten sind noch welche, ja. Da links sehe ich im Moment keine. Aber da kommt eine. So, wird jetzt mal zu erschlagen. Da hinten ist noch einer. Kommt auch gleich in den Kampf, okay. Ich versuche mein Bestes. Okay. Krea macht wieder den Flimflam. Du machst ihn auch. Und du holst dir die Spinnenfangzähne. Der Rulana als Amazone wird hier zur Tierexpertin. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Aber so ist es halt. So ist es gekommen und so läuft die Sache einfach. Gut, ich befürchte fast, dass hier noch irgendwo eine große Spinne rumläuft, weil das wäre ein interessanter Endboss dieser Queste. Also hier haben wir im Moment nichts. Ist auf jeden Fall ein Spinner. Wir kommen hier nicht runter. Wir müssen hier außen rumlaufen. Das ist doch blöd. Aber so ist es. Ah, jetzt kommt die hier um die Säule rum. Ich gehe erstmal in den Hauptraum rein. So. Für Ardo. Sehr gut. Tja, schauen wir mal, wie es da noch weitergeht. Also ich... Keine Ahnung, wie groß diese Höhle noch ist. Da oben standen wir gerade, aber nix. Das ist schon ziemlich niedrig auch oft, ne, diese Höhle hier. Ah, oh, da ist die große Spinne. Ja, da ist die große Spinne. Eine Smaragdspinne. Sie kommt aber irgendwie da nicht rum. Jetzt kommt sie. Gut, dann, das bedeutet für uns, hier kräftig zaubern. Blitz. Und ihr geht in den Nahangriff. Das hilft ja nichts. Da ist hier die große Spinne. Schon ziemlich hässlich.
ziemlich hässliches Ding. Dafür, dass sie Smaragdspinne heißt, ist sie doch eher hässlich. So, wie viele Lebenspunkte hat die denn? 150. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Andra. Lass das mal Vorgrim machen. Für Ardo. Amazone voraus. Zum Angriff. Sehr gut, du kannst eine Finte machen. Oh, schaut mal, die bäumt sich richtig auf. Er ist bewusstlos und vergiftet. Nicht gut. Nochmal Ignifaxis, wie viel haben wir schon abgezogen? 106 hat sie noch. Oh, schaut mal, die sind beide bewusstlos. Schlecht. Als nächstes wird Gladys dran sein. Alles klar. Und mal eine Finte für Gladys. Wir haben hier nochmal einen Fulminictus erfolgreich gemacht und dann machen wir einen Ignifaxis, einen Ignifaxis erfolgreich gemacht. Dann machen wir einen Fulminictus und du, ja, niederwerfen wird hier nicht viel helfen. Dann machen wir nochmal einen Wuchtschlag. Jetzt ist sie am Boden. Dafür ist sie wieder oben. Sehr gut, das war ein richtig guter Schlag. 63 Punkte hat sie noch. Ich versuche mein Bestes. Vorgrim, du bist super. Das war der Fulminictus und jetzt haben wir leider keine Möglichkeit. Jetzt müssen wir in den Nahkampf gehen, weil wir keine Zauberkraft mehr haben. Ich nehme die Sache in die Hand. Das bin ich. Du machst eine Finte. Komm schon. Wir haben sie fast. 33 Punkte hat sie noch. Schaut gut aus, ne? Schaut gut aus, wir machen hier nochmal einen Wuchtschlag. Ich mach das schon. Und irgendwo hier muss diese Statue sein. Die Spinnen haben sie geklaut. Warum auch immer. Warum auch immer, was die Spinnen hier mit dieser Statue wollen, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt hast du nur noch einen Lebenspunkt, nur noch zwei Lebenspunkte. Komm, ein guter Treffer noch. Ja, mach doch. Ja, perfekt. Drei Erfahrungen haben wir bekommen. Haha, da freuen sie sich alle. Da freuen sie sich alle. So, hier sind liegen auch noch ein paar tote Smaragdspinnen rum. Sind das die, die wir schon besiegt haben? Ich glaube schon. Ja, in diese Richtung müssen wir dann weiterlaufen. Ne? Warum sind wir hier nicht weitergelaufen? Ich glaube, da war nichts. Na gut. Also Rolana schaut sich jetzt erstmal, die machen Licht und Rolana schaut sich die Spinne an. Oh ja. Und da ist der rote Schlechter, aha. Deswegen liegen hier auch tote Spinnen rum, weil das der rote Schlechter hier ist. Und der hat, glaube ich, das Teil. Der hat das Teil, das wir suchen. Rumpf der Umbrakor-Statue. Sehr gut. 50 Erfahrungen bekommen. Und was hat der sonst noch dabei? Auftragszettel. Kultistendolch. Schauen wir uns noch den Auftragszettel mal an. Wer hat den dabei? Nee, Zettel Mühlengewölbe brauchen wir nicht. Hier, Auftragszettel. Lesen mal. Ich befehle dir, im Namen des Drachen, nimm dieses Päckchen mit Amöbensporen und platziere es tief in den Gewölben unter dem Tempel der Hesinde. Pass aber auf, dass dir nichts geschieht. Ich brauche dich hier noch. W. W ist doch wieder Kastan Wagnitz, oder? W wird Kastan Wagnitz sein. Bring die Steine zu Dorion. Ich sollte hochwürden Dorion alle Fragmente der Statue begeben, damit er sie wieder vereinigen kann. Dann wollen wir sehen, ob das Orakel tatsächlich zu neuem Leben erwacht. Das machen wir auch gleich, aber vorher. Lass das mal Vorgrim machen. Vorher wollen wir hier noch ganz kurz gucken, ob hier noch was versteckt ist. Schaut aber nicht danach aus, nein. Hier ist nichts. Ah, dachte ich mir doch, dass so eine große Spinne hier der Endboss ist von dieser Queste. Wunderbar, dann haben wir alle Teile der Statue gefunden und haben auch das Rätsel gelöst, warum es auf der hier bei dieser einen, bei dem einen Sockel nichts mehr war. Das hat nämlich der rote Schlechter mitgenommen. So schaut's aus. Ein Fiesling, der einfach irgendwelche heiligen Reliquien klaut. Geht gar nicht. So ein Verhalten. So, jetzt müssen wir raus. Schön wäre es, wenn es jetzt eine Schnellreisetaste gäbe, aber sowas gibt es leider in dem Spiel nicht. Also müssen wir laufen. Da hinten ist die Stelle, wo wir noch nicht die Karte fertig aufgedeckt hatten. Aber da geht es nicht weiter, also bringt uns das nichts. Sind wir im Schleichenmodus? Ne, wir sind im Laufenmodus. Keine Ahnung. Gut, dann hier durch. Na, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, bis wir bei Dorion sind. Aber jetzt haben wir es fast. Jetzt geht's hier hoch. Hallo? Kommen wir nicht hoch? Der Zwerg hat zu kurze Beine, da kommt die Treppe nicht hoch.
Jetzt hat er es geschafft. So, hier sollten ja eigentlich alle Feinde ausgeschaltet sein. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Aber schaut gut aus. Hier haben wir wieder den Jungen, der über uns ist und dieses, das Buch sucht. Vielleicht können wir mit dem auch nochmal kurz reden. Aber ich glaube, das wird uns nicht viel helfen. Gut, dann hier hoch. Dann sind wir wieder in der Bibliothek, aus der Gruft raus in die Bibliothek. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Da hinten brennt es, glaube ich, immer noch, oder? War das nicht hier, wo es gebrannt hat? Hm. Ich dachte schon, aber ich sehe jetzt keinen Brand mehr. Oder war das hier in diesem Raum? Ich glaube, das war hier in diesem nächsten Raum. Hier war das? Ja, da ist es. Dann da lang. Dann die Treppe hoch hier. Ja, und jetzt sind wir gleich da. Das war doch eine ganz spannende Queste eigentlich. Sehr schön. Wir suchen den Jungen. Den Novizen, wie man so schön sagt. Also einen Priester in Ausbildung oder einen, ja, ein Klostermitglied in Ausbildung. Da hinten rein, ne? Da ist er. Ich weiß, er soll zu Dorion gehen, aber ich möchte jetzt erstmal zum Novizen. Einfach nur um zu gucken, wie es dem geht und ob wir mit dem noch sprechen können. Na? Ah, aber ihr sind, ihr seid ja immer noch da. Ihr seid ja immer noch da. Macht euch doch nicht so heran. Was wollt ihr? Ihr seht verwirrt aus. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Nun ja, also ehrlich gesagt, naja, vielleicht. Ja. Ich soll für Meister Dorian ein Dokument finden. Genau gesagt, das Buch Magica Luminosus. Doch bei Hesinde, ich finde es nicht. Wegen diesen Monstern mussten wir alles in alles so schnell nach oben schaffen und nun ist alles durcheinander. Falls ihr doch so freundlich seid und ein Auge nach dem Buch offen haltet, das wäre wirklich sehr zuvorkommend von euch. Aha, das hätten wir vorher mal fragen sollen. Avati sucht verzweifelt nach einem Buch mit dem bedeutungsvollen Namen Magica Luminosus. Meister Dorian hat ihn beauftragt, es zu finden, was anscheinend schwieriger ist, als es klingt. Ich werde die Augen offen halten, vielleicht fällt es mir irgendwo in die Hände. Ja, das hätten wir vorher wissen müssen, aber ich kann mir schon denken, wo es ist. Das wird wahrscheinlich nicht hier sein, wo er schon die ganze Zeit sucht, sondern es wird in einem Bereich sein, wo er noch nicht gesucht hat. Und deswegen gehen wir einfach mal dahinter und schauen, ob wir es da entdecken können. Irgendwo wird es schon sein, ne? Hier ist es nicht. Vielleicht da hinten. Wird uns leider nichts angezeigt, ne? Also hier ist es auch nicht. Sehen wir das irgendwie? Vorkrim, ja. Vorkrim brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich so suchen müssen oder ob das irgendwie uns angezeigt wird, wenn das irgendwo ist. Hier wird uns nichts angezeigt. Also hier könnte es noch sein. Ja. Das sind eigentlich die einzigen Möglichkeiten, oder? Hier und hier. So wirklich. Ich meine, unten wäre es uns ja aufgefallen. Denke ich. Wenn es unten gewesen wäre. Ja, mal darum. Hier rein. Unten, war es unten? Vielleicht ist es auch in irgendeinem dieser Holzfässer, aber hm. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, die zu zerschlagen. Weil wegen unserer Queste, ne? Also wir wollen ja eigentlich. Hm. Wir wollen ja eigentlich. Ja, es wird uns irgendwie nicht angezeigt. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. War das nicht irgendwie unten? Da müsste man nochmal alles absuchen. Da habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust drauf. Hier auch nicht. Alles die Schuld dieser ekligen Möwen. Vorher war alles so schön sortiert. Kein Jammer. Hm, ich gehe nochmal hier rein. Kann schon sein, dass es in irgendeinem der Fässer ist. Ja, hm. Wenn es unten gewesen wäre, hätten wir es doch wahrscheinlich gefunden, schätze ich mal. Also unten in der Bibliothek, oder? Hätten wir es dann nicht gefunden?
Und hier sucht er ja eh schon die ganze Zeit. Hier auch nichts. Alles die Schuld dieser ekligen Amöben. Vorher war alles so schön sortiert. Ein Jammer. Nee, hier ist nirgendwo ein Buch. Das muss auch eigentlich eher ein bisschen... Das kann doch nicht wahr sein. Bisschen exponierter stehen, ne? Ich schau nochmal. Wo waren wir denn gerade? Wir waren hier. Genau. Hier waren wir überall schon. Ich glaube, ich gehe doch nochmal runter in die Bibliothek und laufe einmal so durch. Schauen wir uns kurz an. Ja, es könnte natürlich auch in einer Kiste sein. Aber hier haben wir keine Kisten gesehen, ne? Keine speziellen. Unten in der Bibliothek. Ist uns da was aufgefallen? Also eigentlich müsste schon hier oben sein. Ich wüsste jetzt nicht, warum das unten sein soll. Die haben ja alle Bücher hochgeschafft. Oben, unten haben wir ja nur dieses Tagebuch gefunden. Aber darum geht es nicht, oder? Geht es darum vielleicht? Nee, dann wäre ja hier der Quest, dass wir es ihm geben sollen. Ich schätze, dass es unten ist. Deswegen werden wir ja da auch auf diese Queste geschickt nach unten. Haben wir denn da unten in der Bibliothek? Ich gehe nochmal hier. Haben wir da irgendwo so ein Bücherregal gesehen? Ich glaube schon. Ich schaue nochmal. Wenn, dann ist es ja irgendwo bei so einem exponierten Bereich. Hier oder hier. Schauen wir mal. Schauen wir nochmal kurz. Wir schauen einfach nochmal kurz. Na, hier sind ja so exponierte Bücher. Hier ist es nicht. Hier brennt schon alles. Das ist natürlich auch besonders gut für Bücher, wenn die brennen. Kennt man ja. Nee, hier ist es auch nirgends. Da drin vielleicht. Ah, das schaut doch gut aus. Na, hier ist es aber auch nicht. Also ich schätze, dass es hier unten ist. Alles andere wäre ja sinnlos. Das finden wir schon jetzt noch schnell. Komm. Das finden wir schon, das Buch. Da ist es doch schon. Da war doch gerade was. Haha. Sehr gut. Sehr gut. Magica Luminosus. Ich dachte mir doch, dass es hier unten ist. Dann wieder hinauf und dem Novizen geben und ihm eine Freude damit machen. Gut. Danach werde ich eine Aufnahmepause machen und das Gespräch mit dem Vorsteher des Hesinde-Tempels, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme und dann bin ich gespannt, wie die Queste weitergeht. Werden wir vielleicht gar auf die Drachenqueste geschickt? Vielleicht. Je nachdem, was das Orakel so sagt, ne? So, Freundchen, da kannst du lang suchen, weil es ist nämlich unten gewesen. Ihr seid es wieder. Hattet ihr mehr Glück bei der Suche als ich? Ist es dieses Buch hier? Bei Hesinde, ihr habt es gefunden. Wo war es denn? Ich habe hier doch überall alles abgesucht. Es befand sich noch unten. Wahrscheinlich wurde es in der Eile vergessen. Vielen Dank. Jetzt muss ich aber noch drei andere Schriften finden. Um die mich Meister Dogan und bat, doch die werde ich schon alleine finden. Hier nehmt ihr es als kleine Geste, ein altes Rezept, mit dem ich leider nichts anfangen kann. Das war ein Geschenk der alten Auralia, wisst ihr? Ich hatte ihr einmal gegen... Ich bin überzeugt, ihr habt euch redlich verdient. Leider muss ich jetzt weiter. Hab Dank für das Rezept. Ein Rezept? Ich schau gleich mal welches. Geht es weiter? Ich schau jetzt erstmal das Rezept. Also... Rezept für das Klugheitselixier, das haben wir aber leider schon. Das haben wir leider schon. Können wir nur verkaufen. Schade. Haben wir uns schon gekauft gehabt. Ja, hier, Klugheitselixier. Tja, ja. Na gut. So, die Queste. Das Buch ist gefunden und da waren die sicherlich erleichtert. Ist doch immer wieder schön, wenn man jemandem einen Gefallen tun kann. So, bringe die Steine zu Dorion. Das ist unsere nächste Aufgabe und das werden wir dann in der nächsten Aufnahme machen. Jetzt hier nochmal ein schönes Bild des Hesinde-Tempels oder beziehungsweise des Kellers des Hesinde-Tempels oder des Gewölbes. Der arme Novize.
läuft die ganze Zeit hin und her. Tja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen da. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Macht's gut, Leute. Valete.